Hallo und willkommen zu den verrückten Helden hier in Lego Batman 3. Genau, Lego Batman 3. Ich weiß nicht, warum ich da gerade so eine lange Pause gemacht habe. Aber okay, was wäre hier dieser komische Ben Affleck oder wer du bist? Hey, wie geht's? Ich bin Conan O'Brien. Der neue Hausmeister des Wachturms. Kleiner Spaß. In der Betthöhle wurde es mir zu muffig, also kam ich her. Hast du irgendwelche Fragen zu den Sachen hier? Dann bin ich dein Mann. Du bist der Falsche, also raus hier. Die sieht schon aus wie so ein Anwalt, Alter. Geh weg. Okay, wir sind jetzt angelangt, dass Brainiac uns ausschalten möchte. Aber das wollen wir natürlich nicht. Noch kurz was zu Brainiac. Also der ist ja sozusagen so eine Comicfigur, die hat man nur in Comics gesehen. Ich habe mir die mal angeguckt und der wird da schon sehr, sehr, sehr krass dargestellt. Also der ist jetzt ziemlich hart, muss man eher sagen. Also das geht schon so Richtung Star Wars dunkle Seite. Also das ist schon ziemlich krass. Okay. Oh, was ist denn hier passiert? Ach stimmt, das war ja Joker und Luthor. Nur am Scheiße bauen die beiden. Und jetzt müssen wir natürlich die Drecksarbeit machen. War klar. Okay. Was muss ich jetzt hier machen? Ah, ich glaube, ich brauche den Elektroanzug. Elektroanzug. Ah, genau. Ich kann dann jetzt einfach durchlaufen und das einfach kaputt machen. Gut. Ah, hier brauche ich Math and Manhunter. Immer noch geiler Name. Math and Manhunter. Jetzt geht er da durch. Ah, guck mal. Und dann kommen wir auch durch diese grüne Wand. Kann ich Hypnose? Geil, ich kann Hypnose machen. Gesundheit. Ach, hier gibt es einen Scheiter. Okay. Wollte schon mehr fragen. Gut. Dann können wir jetzt dort weiter. Ah, und jetzt ist auch der Weg für die anderen frei. Oh, ich habe Pollenallergie. Scheiße. Kennt ihr das? Ihr habt bestimmt auch so eine Allergie. Und dann habt ihr immer Angst, wenn der Zeitpunkt ist, wo die Allergie, von der ihr die ganze Zeit spricht, so hart wird, dass ihr schon fast krank werdet. So ist das bei mir. Ich habe nämlich die Pollenallergie. Und im Sommer ist das so unerträglich, denn deswegen gehe ich auch kaum raus. Weil wenn du einmal eine Woche draußen bist, mit dieser Pollenallergie, Alter, deine Nase wird dich umbringen. Die hält das nicht aus, das ist unerträglich, wirklich. Ich hatte jetzt früher zwar kaum Probleme, aber irgendwie wurde das zu Jahr von Jahr immer schlimmer. Und jetzt ist meine Pollenallergie so schlimm, ja, dass ich halt nie mehr rausgehen kann. Okay, dann gehen wir jetzt mal in einer weiteren Sequenz rein. Pow. Ui, geiles Modell. Batman? Ja! Awesome! Batman, genau das ist auch mit dir passiert. Du hast recht, Robin. Vielleicht kann ich es bei ihm ja genauso wie bei dir unterbrechen. Aber, Robin... Green Lantern, hör zu. Ich weiß, wir kennen uns so gut wie gar nicht. Wir sind uns ja auch nur ein paar Mal begegnet. Robin, das war nicht deine Rede. Meine Arme. Ach nein, er hat die Plasmakanonen zerstört. Das große Greifen. Ich könnte diesen Aufseher dort mit meinen Gedanken steuern, wenn er näher dran wäre. Was ist denn eigentlich mit dem Hausmeister dort? Warum macht der da Musik? Also hallo, kannst du uns helfen, Hausmeister? Der hört einfach Musik, Junge. Das bin ich einfach. Wenn ich irgendwo alleine bin. Nee, das andere war schon gut. Wie, ach so, ich hatte das Falsche. Jawohl. Und jetzt, wo ist das jetzt?
das so eine grüne Brühe raus. Es funktioniert. Er kommt, um hier sauber zu machen. Ah, guck mal. Wir haben den Hausmeister hierher gelockt. Aber warum kann er seine Augen nicht mehr öffnen? Hallo? Ah, Melvin muss das wohl machen. Ja, wir müssen da hoch, okay. Melvin, lock den Hausmeister dort hoch. Erstmal die Münzen einsammeln. Gib mir Geld, 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 Geld. Ich will reich werden. Ich will noch auf die 1 Million kommen. Also ich glaube, das ist nicht so schwer, aber trotzdem. Ich will 1 Million haben. 1 Million Euro auf mein Konto. Damit ich mir mein Porsche Cayman S holen kann. Oh yeah. Das läuft gerade an bei seinen Kopfhörern. Also, ich singe gerade nicht, das ist in seinen Kopfhörern. Oh yeah. Porsche Cayman S. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Okay. Ich höre schon auf. Oh, hier gibt es ja so viele Münzen, Alter. Okay, wieder Hacking. Was? Hä? Ich muss das drehen. Nee, ja, so war das gut. Jawohl. Plopp. Dann hier auch noch. Dasselbe. Erstmal die äußeren. Nee. Ja, genau. Ach, das muss ich auch steuern. Okay. Haben wir auch. Und jetzt noch das letzte. Ja, das ist falsch. Noch einmal drehen, genau. Das auch noch einmal drehen. Und das auch noch mal. Gut. War recht einfach. Und jetzt? Ah. Das aktivieren. Ich durfte ja nicht ausreden. Das war nicht deine Rede. Wunderbar. Jetzt geh zu den anderen. Der Kristall wird die schier grenzenlose Energie aller Ringe bündeln. Leitern, aktiviert euch! Die Erde ist jetzt einfach so eine Mini-Version. Wäre es nicht cool, die Erde in der Tasche herumzutragen? Ich hab die Welt in meiner Tasche, die ganze Welt in meiner Tasche. Joker, Mund halten. Ich muss den Strahl aufhalten. Taschen! Joker. Wenn Superman versagt, müssen wir einen Plan B haben. Immer musst du Superman fertig machen. Ich will doch nur helfen, Spatzenhirn. Wer wird schon Präsident einer Erbse sein? Luther hat recht, Robin. Wir müssen Green Lantern retten und den Strahl stoppen. Martian Manhunter, fahr den Undock-Tunnel aus, sobald wir den Greifarm aktiviert haben. Ja, ich kann das von hier steuern. Ihr müsst den Greifarm aktivieren, um uns an Brainiacs Schiff anzukoppeln. Wenn ihr euch aufteilt, seid ihr effektiver. Ja, ich will nicht, dass die Erde auf einmal Mini wird. Ich hoffe, wir können dir trauen, Cheetah. Denn dann muss ich um meinen Klapp. Ach, come on. Oh, Mann. Da muss ich um meinen Platz kämpfen. Scheiße. Dann sitze ich so an meiner Bude und dann kämpfe ich dort um mein Leben, weil es so eng ist. Und alle so nebeneinander mir stehen. Weil es ist ja so klein. Oh, da die Hausmeister. Wow, das ist nicht gerade hilfreich. Nein, ich finde
schon was, womit wir hier rauskommen. Brainiac-Würmer. Okay, wir spielen aber jetzt mal eine Schurkin. Ketnor oder wie die heißt? Nee, Ketnor ist jemand anders. Das ist nicht aus Ladybugs Serie. Diese Serie auch kaum gesehen, aber viele feiern die so. Okay, sie kann graben. Das ist sehr hilfreich. Und jetzt muss Flash daran. Sehe ich sehr gut. Na. Ich bin so dumm. Na. Ganz ruhig, Würmer. Na, ich drücke immer die falsche Taste. So, jetzt. Jo, einfach absägen. Seht mal. Will jemand Sushi? Psi. Wofür aber noch die kleine Säge dort? Boah, geil. Jawohl, ein kostenloser Minikit. Das nehme ich gerne. So, Mädels, ran hier. Hey, seht mal! Batman! Batty! Hat mich wohl nicht gehört. Ja, der mag's auch nicht. Er mag's halt nicht, wenn man ihn Batty nennt. Okay, wer kann da durchsehen? Sie nicht. Kannst du das machen? Könnt es alle nicht. Alter. Schämt euch. Die können einfach alle nicht dort reinsehen. Was seid ihr für Löchis? Nein, Spaß. Jetzt haben wir auch noch so Brainiac-Bots. Was kommt als nächstes? Brainiac. Leoparden? Es ist hoffnungslos! Brainiac macht Kleinholz aus dem Schiff! Nicht aufgeben! Wir müssen einen Weg daran vorbeifinden! Richtig. Hier ist noch so eine Konsole, aber ich glaube, das bringt eh nichts. Da brauchen wir Wonder Woman mit ihr Seil. Okay, was habe ich jetzt da ausgestellt? Ah. Na, gucke mal. Jetzt ist ja so ein Gang frei. Wir gehen jetzt mal den Gang entlang. Den Gang entlang. Uff. Diese Wortwitze schon wieder. Ach, da muss ich noch kaputt machen. Gerne doch. Was bauen wir denn hier schon wieder? Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Schade. Ah, wieder was für Flash. Damit er an seinem Laufband laufen kann. Oder er würde ich lieber anders sagen, flashen kann. Oh mein Gott. Die Witze werden immer schlechter. Er ist sogar so schnell, dass aus ihm Blitze rauskommen. Ah, und jetzt brauchen wir Wonder Woman. Wonder Woman! Wir brauchen deine Hilfe! Benutze dein Schild. Jawohl! Ey, nicht so schreien! Die Dinger sehen nicht nur ekelhaft aus, sondern sind ekelhaft. So, hier noch ein bisschen Geld farmen. Hier hinten kann ich leider nichts machen. Das kann nur Robin und so. Ja, guck mal, da unten sind sie doch. Okay, jetzt muss ich für den Fahrstuhl aktivieren. Wir sind bei der Aufzugsteuerung. Aktivierung wird vorbereitet. Gute Arbeit. Wir sind bereit. Ich noch nicht! Okay, jetzt bin ich startklar. Viel Glück, Jungs. Schnell, uns läuft die Zeit davon. Ach, was
soll die Eile? Ich bin so froh, dass wir ihn mitgenommen haben. Ja, wir können Joker spielen. Wie geil ist das denn, Alter? Einfach alle erschießen. Warte mal, der hat so einen Puncher, guck mal. Das ist ja geil. Blup. Das ist ja wirklich geil. Okay, Batman. Mit seinem Sensorenblick. Ja, das ist richtig. Hä? Was? Ach, ist jetzt alles davon so, so und so? Ich könnte etwas Hilfe brauchen, Cyborg. Schon dabei! Ah, okay, jetzt brauche ich den da oben. Ja, ja. Ah, und ich muss da rein. Und Cyborg. Mann, geh doch mal weg, Cyborg. Gut, ich gehe dort rein. So, ein Cyborg. Hey, hallo. Batman, bleib doch da drinne. Nee, ach, er kann das gar nicht. Nee, dann mal. Ja, aber ach, hat Cyborg nicht so eine Fähigkeit? Und ich glaube, er muss hier stehen. Ach so, ich kann ja die Waschmaschine. Ach, stimmt, ich kann ja die Waschmaschine dafür benutzen. Stimmt. Da war ja was. Ja, ja, jetzt reagiert auch die KI. Genau, jetzt läuft er sogar. Wie diese Waschmaschine da läuft. So, und jetzt kann ich ihn weiterspielen. Punch. Die Waschmaschine kann auch schießen, Alter. Wie geil ist das denn? Ja, wie nice ist das denn? Oh, ich liebe dieses Spiel. Es kommen solche unerwarteten Sachen. Was kommt als nächstes? Ein sprechender Mülleimer. Ja, es ist super. Es ist super. Es ist da irgendwie frei. Ah, jetzt kann er wahrscheinlich auch nur Batman ran. Boah, ist mir warm hier, der, ne? Gut. Nee, doch nicht. Ach, Batman muss wieder frei machen. Warte. Erstmal hier runter. Nee, kann ich gar nicht. Gehen wir mal hier weiter. Ja, jetzt muss ich das hier aufbauen, warte. Falscher Modus. Richtiger Modus. Leider diesmal kein Batman-Zeichen. Ach, warte mal, Joker hat auch... WTF? Wie sieht er denn aus? Es sieht da richtig behämmert aus. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Detektiv aus den 50ern. Er kann sogar auch hier hochklettern. Alter Joker. Oh, Junge. Junge, Junge, wie sieht er denn aus? Ah, jetzt brauche ich hier Batman oder was? Ja, Baddy. Ja, aber er kommt doch nur. Oder hat er auch den Anzug? Nee, er hat nicht den Anzug. Das ist so verwirrend. Wie soll ich denn da hochkommen? Warte mal, ich könnte vielleicht hochfliegen, aber ich habe jetzt bisher noch nicht die Power dafür. Leider haben wir die Power noch nicht dafür, um die Erde zu retten. Nein, Spaß. Aber erst kommt der Joker an mit seinem geilen Anzug. Ey, das ist so leckerlich. Oh, mir tut der Joker leid, Alter. Aber er muss leider so rumlaufen. Das ist so behindert. Das ist so behindert. Magst du Magnet?
nette Cyborg. Ich kann bedenken, dass du sie sehr anziehend findest. Oh, sind alle deine Witze so schlecht? Boah, Alter, der war nicht nur schlecht, der war hohl. Aber jetzt kann ich eigentlich auch mit Cyborg hochlaufen. Hat der den Elektroanzug? Der hat Elektro. Okay, ja, dann müssen wir mit... Wieso kann ich jetzt Cyborg... Hä? Kapier ich nicht. Jetzt kann ich doch nicht hoch. Verstehe ich nicht so ganz. Na gut. Ist jetzt egal. Kommen wir bestimmt irgendwie anders noch da hoch. Na, erstmal machen wir diese Tür hier auf. Zack. Na, ich passe da nicht durch. Oh, Feinde. Und da sind wieder diese Tentakel. Die Musik ist gerade richtig geil. So richtig Brainiac-Style. Ich bin einfach so gebraten. Okay, Batman. Was siehst du hier drin? Ich muss das alles in eine Linie bringen. Nice. Und da wird das lange Rohr rausgefahren. Und so eine Kiste ist jetzt dort. Das klang gerade richtig falsch, was ich da gesagt habe. Das ist eine neue Fähigkeit. Für wen diesmal? Ah, für Batman wir. Arktis-Anzug. Weiß! Steht mir doch viel besser, Flattermann! Seltsam. Ich hatte mit peinlichen Witzen über Eis oder Schnee gerechnet. Nee, dafür ist Mr. Freeze zuständig. Ich lass mich nicht von euch aufs Glatteis führen. Bla 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 bla. Stimmt, wo ist eigentlich Mr. Freeze? Okay, was soll ich jetzt mit dieser Eiswaffe hier machen? Also, ich weiß schon. Ich bin auch echt blind, Alter. Ich sehe doch da oben dieses silberne Dings. Warum schieße ich nicht da drauf? Und jetzt muss ich wahrscheinlich das Wasser vereisen. So. Jawohl. Das ist beeindruckend. Nicht nur beeindruckend, sondern erstaunend. Und noch mal reinschießen. Robin an Batman. Der Sicherheitsscanner lässt uns nicht durch. Bleib erstmal dort, Robin. Wir kümmern uns darum. Das ist Robin, Croc und Luffy.